Ich hab den ersten Pionier-Manöver-Sampler gekriegt. 94, ein Kiel in der Pumpe, kein Ende in sich. Stundenlang mit Scotty 76 und Catchy geflippt. Redeten über Hip-Hop-Kultur und wie heftig sie ist. Die Fers-Chaoten waren da, Gauner kam auch mit dem Schlafsack. Sind in eine Kita eingebrochen und gaben da hart Gas. Haben gefreestylt und Scheiße gebaut. Kinder Geburtstagskuchen und auch Süßigkeiten geklaut. Mit dem Wochenendticket getrennt, Kohle war alle. Irgendwo Dosenbier gerappt, im Rucksack Dosen und Knarre. Doch gefickt wurde ich nie, Graffiti war Krieg. Begann den Tag schon mit Whisky und Weed. Schnipste den Beat mit 7 Kilo Blaster und dreckiger Bundeswehrjacke. Wenn ich besoffen war, schlief ich auch wie ein Hund auf den Kacheln. War mir egal, ich wollte Hip-Hop zelebrieren und leben auf unterirdischen Wegen mit außerirdischen Segen. Hip-Hop ist the shit. Hip-Hop ist the shit. Nicht nur hier ein sehr magisches Jahr. Hip-Hop wurde gerade richtig spannend und Nas war der Star. Ich war gegen Establishment und ging nicht zum Sozialamt. Doch manchmal gab es 100 Mark fürs Rappen. Ja, ich war arm, dann schnorte mich durch bei Jam-Bekanntschaften und klaute das Essen. War ständig blau und am Tacken mit Punker-Frauen am Lecken. Mit einer gehäkelten bunten Mütze vom Türken-Bazar. Graffiti, Haschisch und Döner im ungezügelten Maß. Künstlichen Käse und billig Brötchen am Bahnhof bei Rewe. Es gab mal aufgeregte Schubsereien und harmlose Schläge. Wir hatten Spaß und fuhren herum, machten Randale, zerschmissen Schaufenster und ließen noch Massen an Farbe. Erinnert ihr euch an das Jammin' Cannons mit Grandmaster Flash? Ich war enttäuscht von ihm, doch Battle Squad machten es weg. Speedy Hack mit Speicher und Kai, Eigermann Wipes und Tricks aus Bremen, hatte mit 14 schon eigene Styles, schreis. Hip-Hop is the shit. Hip-Hop is the shit. Hip-Hop is the shit. Schreis. Hip-Hop. 94 haben sich auch meine Eltern getrennt. Da war ich 17, ich zog aus und habe schnellstens verdrängt. Man verlor sich gerne im Rap und im Partygewühle. Aber hab Hanteln gestemmt und sogar einen Nazi verprügelt. Jedoch in Bremen habe ich damals auf die Fresse bekommen. Wurde eine Treppe runtergetreten, war weg wie im Trance. Wurde abgezogen mit meiner Schwester mit Messern bedroht. Die waren eifersüchtig, ich war halt als Rapper zu dope. Ich hing eine Woche bei Torch und bei Scotty ab in Heidelberg. Mit über 100.000 Texts auch bei der Polizei begehrt. Aber hab auch sensible Gedichte geschrieben. Und auf dem Spotposty Geburtstag Geschichte geschrieben. Denn ich durfte rappen neben Torch, für mich damals ein echter Gott. Danach Freestyle mit Emu Arunski und mit SMJ. Und ich habe jede Fliese auf dem WC vollgetankt. Wenn ihr diesen Flavor wie ich liebt, dann hebt die Fäuste jetzt. Hip-Hop is the shit. Hip-Hop is the shit. Hip-Hop is the shit. Hip-Hop is the shit. So hatte ich mir das vorgestellt. Musik ist alles. Mucke, die mich flasht, berührt mich tief weit außerhalb des Denkbereiches. Einfach unfassbar, bedarf sie keines Existenzbeweises. Worauf hat sich der Blick meiner Seele heute gelenkt? Auf das Wichtigste, etwas, das man auch Lebensfreude nennt.